den letzten 70 Jahren hat sich im Bereich der Raumfahrt so einiges getan. Wir haben etliche Satelliten und zahlreiche Astronauten in den Kosmos befördert. Immer auf der Suche nach etwas Neuem, nach etwas Unbekanntem. Unsere Neugier wird niemals enden. Heute kannst du die Klänge von entfernten Objekten aus dem Weltraum hören. Los geht's! So gut wie jeder von uns weiß, dass im All ein Vakuum herrscht, in dem sich Schall nicht verbreiten kann. Selbst die größte Explosion würde man so nicht hören. Doch überraschenderweise gibt es jede Menge Geräusche im Weltall und dank der NASA können wir diese auch hören. Um den Klang im All hörbar zu machen, wurden von der NASA spezielle Instrumente angefertigt. Diese nehmen elektromagnetische Vibrationen auf, die überall im Universum existieren, und wandeln sie in Klänge um. Die Ergebnisse klingen wirklich verblüffend, fremdartig und im wahrsten Sinne des Wortes außerirdisch. Um die Klänge vernünftig wahrnehmen zu können, begib dich bitte an einen ruhigen Ort oder stelle andere Geräuschquellen in deiner Umgebung ab. Beginnen wir mit dem einzigen Stern in unserem Sonnensystem, der Sonne. Die Masse der Sonne entspricht 332.946 Erdmassen. Und hier der beeindruckende Klang, der aufgezeichnet wurde. Weiter geht's mit Neptun, dem achten und äußersten Planeten in unserem Sonnensystem. Mit fast 50.000 Kilometern hat er knapp das Vierfache des Erddurchmessers. Neptun ist seinem inneren Nachbarplaneten Uranus im Aufbau und in der chemischen Zusammensetzung sehr ähnlich. Die bläuliche Farbe des Planeten kommt durch Beimengung von Methangas zustande, welche das rote Licht absorbiert. Überwiegend besteht die Atmosphäre von Neptun aus einer Mischung von Wasserstoff und Helium. Jetzt widmen wir uns dem größten Planeten in unserem Sonnensystem, Jupiter. Der als Gasriese eingestufte Planet ist etwa 2,5 mal so massereich wie alle anderen 7 Planeten zusammen. Nun verlassen wir unser Sonnensystem und hören uns Klänge an, die uns aus einer großen Entfernung erreichen. Ausgehend von einem Pulsar, einem schnell rotierenden Neutronenstern, liegt unsere Erde im Strahlungsfeld, empfangen wir wie von einem Leuchtturm regelmäßig wiederkehrende Signale. Die Rotationsdauer eines Pulsars ohne Begleiter liegt zwischen 0,01 und 8 Sekunden. Letztendlich werden wir uns an einen Ort begeben, der 40.000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Was wir vorfinden, ist ein massives schwarzes Loch. Mit der 10- bis 18-fachen Masse der Sonne ist es das schwerste in der Milchstraße. Das Weltall fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Ich warte nur darauf, dass endlich mal Bilder von Leben auf anderen Planeten gemacht werden. Was hältst du von diesem Thema? Teile uns doch deine Meinung in den Kommentaren mit. Danke fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.